Wir schreiben den 20. Es ist ein wunderschöner Sommertag und was macht man dann natürlich? Auf ein Festival gehen. Und auf was für ein Festival? Aufs Field Invasion Festival. Ja, dort auf erstmal ein Prost. Prost. Die Frage immer wieder aufs Neue, also müssen erstmal trinken. Das wievielte ist es jetzt mittlerweile? Das 12. Mal. Krass, wie die Zeit vergeht. Für die, die jetzt neu anschalten und das Field Invasion noch nie gesehen haben, es hat ja angefangen mit einem kleinen süßen unter Kumpels grillen. Was, vermisst du das oder sagst du, das ist geil, dass sich das so entwickelt? Ich war am Anfang noch nicht dabei. Ja, also ich vermisse es ein bisschen, aber die Leute sind ja eigentlich immer noch da. Nur halt auch ein paar hundert neue andere, ne? Ja, auf jeden Fall. Und man sieht immer dieselben Gesichter. Ja, und das Feeling ist ja auch so geblieben. Also ist halt nur ein bisschen größer und ein bisschen professioneller aufgezogen, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, die alten Freunde und Kumpels sind alle da. Was zeichnet das Feel in welchen aus? Ja, auf jeden Fall die Gemeinschaft. Ne? Das ist ja auch unser Motto, Westerwald-Gemeinschaft Metal. Es sind auch viele Leute direkt hier aus Urbach, die hier gern dran teilnehmen. Da hinten steht eine ganze Gruppe, die sind schon wieder ordentlich am Bier trinken und beliefern da unseren Bierstand mit Bongs. Und ja, also die Leute haben Bock, ne? Hier gibt es keinen Ärger. Gestern am Zeltplatz haben die Leute alle zusammen irgendwie sich direkt kennengelernt. Klein, gemeinschaftlich, wie gesagt. Andererseits, dieses Jahr gab es ja ein bisschen Vandale. Irgendein Vollidiot hat ja eure schönen großen Plakate abgefackelt. Ja, man muss sagen, das ist leider nicht das erste Jahr, das ist jetzt schon zum dritten Jahr. Die wurden schon öfters zerschnitten, entwendet, verbrannt. Und das sind jetzt insgesamt schon, ich glaube, 7 Banner. Und das ist echt unschön. Und es ist halt schwierig, da einen Täter zu finden. Falls ihr gerade zuguckt, ihr seid scheiße. So, das wollte ich mal gesagt definitiv haben. Definitiv. Ihr habt diesmal was Neues, das stehen wir sogar drunter jetzt. Sieht ziemlich chillig hier aus. Ja, es ist unsere neue Chill-Out-Lounge, hier kann man sich hinfläzen und Cocktails genießen oder Longdrinks, Eis lutschen. Wir haben dieses Jahr das Suck It-Eis da, da wird man wenigstens nicht nüchtern beim Eis essen. Für die, die es nicht kennen, was ist Suck It? Suck It ist ein alkoholisches Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Strawberry Daiquiri. Oder Melon Sour und so was. Ne? Also quasi schön cocktailtechnisch. Alles, was man so kennt, nur halt als Eis. Das ist auf jeden Fall geil. Was magst du persönlich hier am Field Invasion am allermeisten? Den Auf- und den Abbau. Tatsächlich. Der lügt doch. Der lügt. Wie viele Leute habt ihr so Pi mal Daumen dieses Jahr angepeilt? Also ich denke, wenn das Wetter so stabil bleibt, das ist ja mal so gemeldet, ich denke, dann werden so 600-700 vor Ort sein. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Was spielen denn dieses Jahr für Bands? Ja, alles Mögliche. Also wir haben gemischt. Wir haben als Headliner Fateful Finality und Path of Destiny. Und ja, wir haben natürlich noch ganz viele andere Bands. Wir haben alles Mögliche gemischt, von Heavy Metal über pures Geknüppel bis Death Metal. Rock haben wir drin. Eine Band kommt sogar tatsächlich aus Italien extra. Boah, krass. Ja. Okay. Wer ist das? Das ist All the Nico. Sagt mir noch nichts, aber ich werde mir sie auf jeden Fall angucken. Schau sie dir mal an. Seid ihr ein Festival, was sagt, ihr wollt immer die breite Masse bedienen, was Metal angeht? Oder wollt ihr irgendwo mal irgendwann ein Pagan-Festival sein, ein Heavy-Metal-Festival sein? Ja, nee, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da ein breites Spektrum ganz gut finden, dass alle Leute hier auf ihre Kosten kommen und damit fahren wir eigentlich auch so einen ganz guten Schuh. Auch gerade, weil wir immer gerne regionale Bands auch bedienen, dass sie eine Chance haben auf unserer Bühne und das Spektrum ist ja auch hier sehr weit verbreitet und da haben wir da ein gutes Angebot und auch gute Bewerbungen, wo wir ein bisschen unterscheiden können. Also würde ich auch sagen, es ist wichtig, dass gerade die Kleinen auch mal supportet werden. Ja, natürlich, das ist eigentlich unser Motto gewesen schon immer. Also wenn ihr kleine Bands seid, dann bitte einfach bewerben, ne? Bei uns für nächstes Jahr gerne. Dann gucken wir mal, was draus wird. Ja, ne, wisst ihr Bescheid. Link wie immer unten drunter. Und ja, ihr habt das Abschlusswort. Ich fange einfach mal bei dir an. Guten Durst. Saufen. Westerwald-Gemeinschaft Metal. Kommt rum, geiles Wetter, saufen! Auf jeden Fall. Also viel Spaß beim Video und lasst auf jeden Fall hier mal ein Like da und guckt bei denen auf die Page vorbei. Die haben natürlich auch mittlerweile geilen Merch. Also ich habe letztes Jahr ein T-Shirt erworben und werde es natürlich dieses Jahr auch wieder tun. Und naja, was kann man sonst noch sagen außer Prost? Prost. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Da guckt jemand meine Videos.
Ja, hi, ich habe hier auch nur ein paar andere YouTuber getroffen. Servus. Hi, wer bist du? Wie alt ich bin. Wer du bist? Achso, Doni. Und du? Der Tati. Und wie heißt euer Channel? Rock'n'Roll TV. Rock'n'Roll TV. Link unten drunter und klickt auf jeden Fall mal rein. Was macht ihr auf YouTube alles? Ja, wir machen Unboxing, wir machen auch ein paar Veranstaltungstipps und Parodien machen wir und ja, so alles mögliche mal ausprobieren. Ja, sehr cool. Wo wart ihr überall bisher schon? Letztes Jahr waren wir hier auch. Und wo waren wir sonst noch? Ja, wir machen eigentlich mehr so kleinere Konzerte eigentlich, eher statt Festivals. Festivals sind selten. Okay, wieso? Einfach weil ihr keinen Bock habt oder weil das andere besser ist? Wir hatten es jetzt noch nie Gelegenheit. Also es war letztes Jahr das erste Mal, dass wir irgendwie mal dazu gekommen sind. Und jetzt geht's weiter. Was habt ihr noch vor mit eurem Channel? Ja, auf jeden Fall auch so ein paar Dokumentationen. Wir haben so ein paar andere YouTuber, die haben uns eine Aufgabe gegeben. Wir müssen rausfinden zum Beispiel, wo das eine Bier herkommt bei uns aus der Region, weil das ist schon echt ein Rätsel. Okay. Was ist das denn für ein Bier? Das nennt sich Rheingauer Landbier. Okay, da hab ich schon nichts von gehört. Genau, und es hat sich herausgestellt, dass das überhaupt nicht aus dem Rheingau kommt. Verworren! Und das ist eure Challenge? Ja, und das ist eine Challenge, die wir bekommen haben, die wir jetzt demnächst auf jeden Fall in Angriff nehmen müssen. Ja, okay. Ja, dann danke ich euch erstmal. Wie gesagt, Link von den Jungs unten drunter. Und dann noch viel Spaß beim Filmen. Awesome. Wachsen, wie auch immer. Halt die Schnauze da hinten. ihr habt das Abschlusswort. Was soll ich sagen? Danke. Ja, genau, danke. Und klickt bei uns mal rein. Und wie immer, Däumchen da lassen, abonnieren und so weiter, ne? Wisst ihr ja Bescheid, ne? Gibt es hier eine wunderbare Bierverlosung. Beim Kauf eures Tickets könnt ihr hier Bier gewinnen. Wir starten in also, einer Minute das Bier gewinnen. Ich hoffe, ihr habt. Ich verstehe nicht. Nummer 21. Herzlichen Glückwunsch, Sandra. Das machen wir gleich noch. Du musst noch eine Siegesrede halten, ganz kurz. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu 30 Freiburgs. Die 164. Du bist der? Lukas. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Los, 164. Ja, genau. Guter Mann. Ja, komm. Immer Anrufe während der Verlose. Flo, ich hab dir ein Video gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Willst du kurz was sagen? Nein. 253. Oh, was ist los? 253 und wir haben einen letzten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, du bist der? Fabian. Fabian? Stimmt doch gar nicht, du bist der Alligator. Sag es doch korrekt. Fabian, du hast Feld am Arsch. Ja, stimmt, du warst letztes Jahr im Video, ne? Leider. Eine kurze Rede von dir. Ja, ich möchte meinen Mutter grüßen und vor allem Camp Hurensohn. Oh,
Festival schon kacken. Oh, das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Ich war tatsächlich noch nicht ein einziges Mal kacken. Was? Ich war nicht einmal kacken! Awesome! Du Untermensch! Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es beim nächsten Mal dann sehr wehtun wird. Ich glaube auch. Das wird ein richtig kräftiger Bierschiss. Da fühle ich mich wie das Kaninchen, ja. Nee, also ich war noch nicht einmal kacken. Lukas, wie oft warst du kacken? Boah, ich glaube so 6-mal. Was? Heute. Nein, nicht heute. Alle Finger. Ja, es tut mir leid. Kai, wie oft warst du heute schon kacken? Ich war heute schon 4-mal kacken. Echt? Ja, ich hatte... Und wie oft auf den Dixies und wie oft im, wie heißt das? Freibad? Ihr müsst euch eins merken, die wichtigste Regel ist, wer viel frisst, kann auch viel scheißen. Ich habe beispielsweise heute auch schon Pommes gegessen. Aus Kartoffeln kann man so viel Unsinn machen. Beispielsweise Fritten. Oder Bratkartoffeln. Oder Wodka. Oder Kartoffeln. Oder Stampfkartoffeln. Oder Wodka. Oder Quellkartoffeln. Mit Dub-Dub auf jeden Fall. Boah. Kartoffeln sind großartig. Ey, weißt du, das ist auch richtig geil, wer? Ravioli. Ich glaube, ich mache mir gleich meine Ravioli. Nee, Kartoffeln sind viel geiler. Hallo, Freunde! Hola! Man sieht hier immer, wie immer, dieselben Gesichter. Richtig. Ne? Camp Hurensohn. Ja, genau. Wer seid ihr? Wir sind Camp Hurensohn, weil wir richtige Hurensöhne sind. Hurensohn! Mit Attest? Ohne. Ja. Diesmal ohne. Aber du bist auch schon wieder da. Ja, ich weiß. Das mit dem Fame ist überhaupt nichts mehr geworden. Ich versinke einfach nur noch, vor allem hier auf viele Bächen. Ist super. Also du hast deinen eigenen Song quasi endlich mal so genommen, rausgehen und ne? Saufen und enden. Einfach hier auf der Wiese liegen und fair enden. Ich mach jetzt mal was Neues. Ich gebe das Mikro jetzt ab und lass es einmal rumgehen. Jeder darf gerne was in die Kamera sagen. Viel den Weg. Wie jedes Jahr, mega geil. Ging bis jetzt voll ab. Wir sind gut dabei. Wir sind Camp Hurensohn. Wir haben 2-mal gewonnen. Wir haben die Feldmeisterschaft gewonnen und bei den Tickets gewonnen. Und wisst ihr auch warum? Weil wir geil sind! Ja, erstes Mal Field Invasion, voll begeistert, einfach geil! Das, was sie sagt. Also erstmal alle Happy Rusev Day und abonniert Dark Arts. Ja, machen wir so. Soll ich noch was sagen? Ja, bitte. Okay, das wird jetzt sehr brutal. Fick in die Nutzen! Auch noch? Fickminuten. Komm. Ah, warte mal kurz, die Gasthand möchte auch noch was sagen. Ex-Freundin sagt, Ficken ihr Nutzen. Ich bin eigentlich nur zum Pizzasaufen hier. Zum Pizzasaufen. So viel dazu. Ja, ne? Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr dürft gern. Auch nicht. Was? Wir brauchen kein Niveau. Politik hat das auch nicht. In diesem Sinne. Servus Mädel, Leute. Wie ihr seht, habe ich abgenommen. So, ja, moin. Du wolltest mir eine lustige Story erzählen. Ach, du wolltest jetzt wirklich... Okay. Muss ich jetzt da hingucken oder auf dich gucken? Ist ja auch wie du möchtest. Also ich habe von meinem gar nicht so großen Penis erzählt auf Rock am Ring. Und habe dadurch irgendwie eine Frau kennengelernt, die das gar nicht so unattraktiv fand. Okay. So nach dem Motto, musst du mir mal zeigen. Ja, so ich bin nach dem Motto, ich bin so scheiße, das musst du mal erlebt haben. Ach so. Und das hat funktioniert. Das ist halt wirklich dreist. Das muss ich auch mal testen. Wie gesagt, du musst immer da den Leuten erzählen, wie klein doch dein Penis ist. Das funktioniert. Okay. Das ich ist habe großartig. Knallharte 8 cm für dich. Ich habe einen 2 mm Nahkampfstachel. Okay, du hast gewonnen. Aber du hast dafür wir haben eben schon geklärt, du hast dafür den längeren Bart. Er hat den längeren Penis, ich habe den längeren Bart. Ja. Kannst du damit auch bangen? Mit dem Bart? Ja. So Headbang-mäßig? Mit dem Propeller und so. Habe ich noch nie ausprobiert. Nicht? Wie geht das? Zeig ich dir gleich. Okay. Oder komm, zeig ich dir jetzt. Warte, ich weiß nicht, ob das Vorführeffekte so, aber... Warte. Erstmal in Schwingung kommen. Erstmal ins Drehen kriegen, ja. Erstmal ins Drehen kriegen, genau. Boah, wir waren schon... Boah, ist das geil! Ja. Was hast du sonst noch so zu erzählen? Wo sind wir hier und wie geht's dir hier oder wie bist du hergekommen? Das ist die geilste Geschichte. Also, sie hat mir das Festival geschenkt.
dafür hatte ich dann gesagt, okay, ich mache den Fahrer. Im Endeffekt ist darauf hinausgelaufen, dass sie fahren musste, weil ich betrunken war. Mit seinem Scheißwagen. Und sie liebt mein Auto, mit dem sie nicht schalten kann. Der zweite Gang ist da, wo der vierte sein. Warte, warte, ich merke, du hast auch eine schwere Bürde zu tragen. Ja, der zweite Gang ging andauernd nicht rein, aber er selbst hat es auch nicht hingekriegt. Ich saß am Beifahrersitz. Wie soll ich am Beifahrersitz ausschalten? Das geht, wenn man fahren kann. Und ganz, ganz, ganz vorsichtig. Hast du noch eine lustige Story? Ja, er muss morgen nüchtern bleiben, weil er morgen fahren muss. Und ich kann dafür trinken. Ja. Das ist das Erste heute, was er trinkt. Erzähl doch die tolle Story, wie wir ins Schwimmbad gegangen sind. Oh nein. Keine Sonne war. Im Hallenbad, im Hallenbad. Ich gehe so gern im Hallenbad. Du kannst ja deinen tollen Borat-Anzug zeigen. Den würde er doch bestimmt gerne anziehen wollen. Oh, nicht schon wieder. Ich mach das dauernd. Nicht nur du. Also, mir wird auch immer nachgesagt, wenn mich Leute sehen, ey Flo, zeig mir deinen Arsch. Ja, bei mir wird eher gesagt, so pack mal das Innere deines Arschlochs wieder weg. Das will keiner so sehen. Okay, du hast noch das Abschlusswort. Was Geistreiches am besten? Nachts ist es dunkler als draußen. Danke, das war gut. In diesem Sinne. Remember who you were.